das alternative fotografische Solo. Staffel 3. Die Wurst kommt nicht zum Mund. Aus dem Training, alter Karl. Mit Matthias von Schramm. Mein Name ist Matthias von Schramm. Und der Dietmar Schön ist heute nicht dabei, der ist draußen Schneeschippen und ich werde das mal ausnutzen, denn er geht mir ja auch auf die Nerven. Wie ihr ja wisst. Ja, ich muss mal einen Schluck trinken irgendwie. Ich habe Kaffee dabei. Es geht heute um ein sehr, sehr schönes lyrisches Bild. Und es ist von Stefan Kranz aus Bonn, einem User der Foto-Community, der mir rudimentär nur aufgefallen ist. Aber ich habe mir jetzt so das eine oder andere seiner Arbeiten mal angeguckt und muss sagen, es lohnt sich wirklich, dieses Portfolio sich zu betrachten. Das Foto, was ich heute zu besprechen habe, heißt »Der Spaziergang«. Das ist wirklich, sehen wir mal vom Rahmenkontra ab, ja, was ja immer sehr wichtig ist, dass man das noch erwähnt an dieser Stelle. Sehen wir ein ganz enorm lyrisches Bild, ja. Ja, man sieht rechts Meer und links sieht man so ein bisschen. Steilküstenanordnung. Also man sieht, ne, wie das Meer sich da schon reingearbeitet hat in die Welt der Menschen. Und man sieht lauter Menschen hinten laufen. Und dann sieht man am Horizont nochmal ein bisschen Küste und so weiter. Also das ist so eine Art Bucht. Also zum Bild kann ich nur sagen, extrem, extrem ausgewogen, lyrisch, ruhig, schön. Schwarz-Weiß im Übrigen. Das ist auch nochmal, man muss genau hingucken, um es zu sehen. Aber es ist in der Tat ein monochromes Foto und analog aufgenommen. Dies wäre nochmal wichtig zu erwähnen. Das Thema Spaziergang ist natürlich, sagen wir mal, in der Kunst, in der Literatur, in der Fotografie, in diesem Fall und auch in der Malerei, hat es natürlich immer eine Rolle gespielt. Man denke an dieses berühmte Bild von Claude Monet, welches mich ein bisschen daran erinnert, obwohl bei dem Bild von Monet so eine Frau mit Schirm dort sitzt. Das macht man aber heute eben bei gewissen Wettersituationen nicht mehr. Man trägt heute mehr diese Regenjacken von Gore-Tex, egal welches Wetter ist, weil die sind nämlich total ausgleichend, temperaturausgleichend und man hat keine Probleme. So, und dann kann man sie eben auch im Winter tragen und im Sommer sowieso. Ja, des Weiteren möchte ich noch einmal auf das Thema Spaziergang eingehen. Und zwar ist so, dass es ein berühmtes Gedicht natürlich, der Spaziergang auch gibt. Ein gemeinfreies Gedicht des berühmten Dichters Friedrich von Schiller. Man sagt manchmal Friedrich Schiller, aber man kann auch von sagen. Man weiß gar nicht, man sieht wiederum, ne, so wie hier die Adelsbedeutung keine Rolle spielt. Von, über, daneben, was weiß ich, zu. Ich werde es mal anlesen. Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch säuselnde Linden und den fröhlichen Chor, der aus den Ästen sich wiegt. Ruhige Bläue, dich auch, die unermesslich sich ausgießt. Und das braune Gebirg über den grünenden Wald. Auch um dich, der endlich entflohen des Zimmers Gefängnis. Und dem engen Gespräch freudig sich rette zu dir, deiner Lüfte balsamischer
Strom durch Wind mich erquickend. Und den durstigen Blick labt das energische Licht, kräftig auf blühender Au, erglänzen die wechselnden Farben. Auch der reizende Streit löset in Armut sich auf. Nun gut, und so weiter. Auch wenn die Umgebung, die hier in dem Gedicht beschrieben wird, eine etwas andere ist als die auf besagten Foto des besagten Fotoautoren. Aber was natürlich durchkommt, ist Frieden, Ruhe, man begibt sich aus dem Alltag, ja? Und hat dadurch die Möglichkeit, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Ich habe natürlich auch einige Texte geschrieben zum Thema Spaziergang. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie habe. Deswegen werde ich sie auch nicht vortragen. Das wäre ja auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich habe einen anderen Text geschrieben, den ich gestern oder so geschrieben habe, oder vorgestern. Und der hat etwas zu tun... Nee, den habe ich schon, der ist ja schon älter. Ja? Und der hat etwas zu tun, nicht mit dem Thema Spaziergang, also eigentlich gar nicht. Und deswegen werde ich ihn auch nicht vorlesen. Ja? Ja, das möchte ich noch einmal zum Thema sagen. Ja. Gar nicht so einfach. Okay, dann schickt mir bitte Fotos und tschüss.